Hallo, hier ist der Treiber. Ich wollte mal erklären, die Funktion von einem Benziner an, weil viele ältere Motorräder haben ja keine Tankuhr. Aber dafür ein Benziner mit Reserve. Und da will ich mal erklären, wie der so funktioniert. Okay, dann legen wir mal los. Hier ist das gute Stück. Also bei mir ist das so, alten Diva XJ 600. Das Spitze, hier ist ja ein Pfeil drauf. Nach unten, das On, Dauerbetrieb. Und wenn man auf Reserve kommt, das merkt man, läuft ja auf einmal auf drei Zylindern, wenn man schnell genug ist. So rum, dann hat man Reserve. Passiert auch an der Ampel, wenn man nicht schnell genug ist, dann kriegt man es einfach nicht mehr an. Und da gibt es eine Funktion auf Prix in Mitte. Das heißt, das funktioniert jetzt ohne Unterdruck und Benzin läuft automatisch in den Vergaser. Wenn man auf On macht, das geht unter Unterdruck und erst wenn die Maschine läuft, dann kommt das Benzin nach. Das mache ich auch meistens, wenn das Motorrad länger steht, dann schalte ich auf, dann sind die Vergaser meistens leer, dann schalte ich auf Pri, warte 10 Minuten so ungefähr und dann springe ich auch sofort an. Also nicht vergessen, die Pri-Funktion ist sehr wichtig, wenn man so trocken gefahren hat und startet und startet und startet in der Stellung, in der On-Stellung, hat man fast gar keine Chance, die Vergaser voll laufen, dann ordnet man die Batterie leer. Also auf Pri, Moment warten, ich bin Raucher, rauche mir eine Zigarette und danach starte ich. Normalerweise springt die dann recht gut an. Okay, das wollte ich eigentlich nur mal erklärt haben. Bis dann, euer Treiber.